Die Fortuna unterliegt dem 1. FC Nürnberg mit 0:1. Unser Fortuna-Talk präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss EG mit Florian Kastenmeier. Heute, Flo, grüß dich. Grüß dich. Frustskala von 1 bis 10? 400. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Lass uns ein bisschen über das Spiel sprechen. Zweite Minute. Ich glaube, das ist so ein typisches Ding, wenn du da unten drin stehst. Erster Schuss abgefälscht. Da klingelt es schon. Was hast du da gedacht? Das darf ich hier leider nicht sagen, aber da sind mir schon einige Dinge durch den Kopf gegangen, weil wir wussten, dass wir von Anfang an da sein müssen. Wir haben aber in der Ausgangssituation die Mitte aufgemacht. Dadurch kann er den Ball eben treiben und dann wird das Ding abgefälscht. Egal. Aber jetzt, dann rennst du direkt so einem 0:1 hinterher. Ihr habt euch viel, viel vorgenommen vor diesem Spiel. Das hat man auch gemerkt. Das war ein ganz anderes Auftreten als gegen Bremen, ne? Ja, absolut. Also wir haben die Woche sehr, sehr gut übergearbeitet. Wir waren richtig gut eingestellt. Haben ab dem Tor eigentlich das Spiel meiner Meinung nach dominiert. Auch so, über weite Strecken ist klar, dass wir dann irgendwann die Löcher aufgemacht haben, ein paar Konter bekommen haben. Aber das ist ja ganz normal. Wir wollten unbedingt das Tor erzielen, haben wir leider nicht geschafft. Chancen gab es dann auf beiden Seiten. Ich erinnere mich dann an eine Szene, wo du die Fortuna auch nochmal im Spiel hältst, wo du den Ball an die Latte lenkst. Was war da los? Ja, hat er gut geköpft. Er kommt halt vor uns, vor unserem Abwehrspieler an den Ball und ist natürlich schön für mich dann in dieser Situation das Team dann im Spiel zu halten. Aber letztendlich ist es ja auch meine Aufgabe. Kommen wir vielleicht zu deiner persönlichen Situation. Hast dich wieder zurückgespielt ins Team als Stammtorhüter. Ich glaube, auf keiner Position gilt es so sehr wie bei euch. Konkurrenz belebt das Geschäft anscheinend, oder? Ja, Konkurrenz ist auf jeder Position gut. Bei uns ist das ja ein bisschen außergewöhnlich auf der Torhüterposition. Aber ich denke, da ist jetzt Ruhe reingekommen. Kommen wir zurück zum Spiel. Heute 750 Zuschauer. Christian Preußer hat es eben in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass auch die dann da waren in einem Stadion, wo 56.000 reinpassen. Also machen wir uns nichts vor, das waren natürlich trotzdem ganz, ganz wenige, aber die nimmt man dann besonders wahr. Ja, natürlich. Ist das nur meine Empfindung oder auch auf dem Platz? Nee, also wir haben das schon sehr wahrgenommen und das hat uns auch nochmal gepusht. Vor allem zweite Halbzeit hat man das noch extremer, finde ich, wahrgenommen als erste Halbzeit. Und ja, das ist natürlich schön. Ausverkauft wäre schöner, aber ich glaube, in dieser Situation muss man das halt so handeln. Und die da waren, haben das sehr, sehr gut gemacht, trotz der Situation. Der letzte Punch hat gefehlt. Das war auch so ein bisschen das Statement vom Trainer. Hast du immer dran geglaubt, dass das Spiel noch gedreht werden kann? Ja, absolut, weil dann brauche ich auch nicht auf dem Platz stehen, wenn ich nicht dran glaube. Wir hatten gute Möglichkeiten dazu, aber wie die letzten Spiele schon auch, hat uns einfach das Tor gefehlt. Trotz dieser Niederlage kann man sagen, spielerisch habt ihr trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, im Gegensatz zum Bremen-Spiel war das eine sehr gute Steigerung und da gilt es jetzt einfach dran, weiter zu arbeiten. Wir haben jetzt 2 Wochen Pause, wir haben unter der Woche ein Testspiel gegen Bochum. Das ist ein sehr, sehr guter Maßstab. Da können wir wieder zeigen, was wir können und einfach wieder Selbstbewusstsein tanken. Man sagt, bei so Länderspielpausen fragt man aber gerne, kommt die zur richtigen Zeit oder nicht? Wenn es einmal läuft, dann wahrscheinlich nicht. Wenn es nicht so läuft, dann kommt sie vielleicht zur richtigen Zeit. Ist ja fast eine längere Vorbereitung als die Wintervorbereitung, die man nach dem Weihnachtsfest hatte. Ja, ich glaube, jetzt mit dem Spiel, abgesehen von dem Ergebnis, können wir eigentlich schon zufrieden sein. Deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten, aber wir können trotzdem volle Energie tanken, uns gut vorbereiten auf Kiel und dann dort die 3 Punkte holen und den Bock umstoßen. Genau, was ist so, oder wo werdet ihr den Fokus dran setzen jetzt in dieser Pause? Ja, wenn ich jetzt sage, Tore schießen, dann klingt das ein bisschen billig, aber ich glaube, dass wir müssen uns das Selbstvertrauen wiederholen vor dem Tor. Also mal eins von mal daneben fliegen im Training. Nein, aber das ist ja für mich natürlich Sinn. Aber hey, wir müssen einfach da weitermachen, wie wir die Woche gearbeitet haben. Das war sehr, sehr gut. Da war viel Zug drin, sehr gute Einheiten gehabt. Und wie gesagt, ab dem 1-0, ab der zweiten Minute waren wir voll da. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht für unsere sportliche Situation. Und ja, da müssen wir einfach weitermachen.
Du hast eingangs gesagt, Frust ist riesengroß. Vor allem, weil man ja weiß, dass man eigentlich mehr kann. Aber ich weiß nicht, ob's, ja, man kann nicht davon sagen, dass man sich abruft. Ihr habt alles nach vorne geschmissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute, dass es genauso weitergeht, dass man nicht in diesen Abwärtsstrudel gerät, solange die Mannschaft dran glaubt. Und ich glaube, das tut sie. Ja, absolut. Also da gibt es keinen, der irgendwas anderes behaupten würde. Florian Kastenmeier nach der 0:1 Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg. Unser Fortuna-Talk präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss AG. Flo, danke dir. Vielen Dank. Schönen Abend.